Let's go. Damit ein herzliches Willkommen zu meinem Kanal wieder und zum Datenvideo der Avia. Die Avia ist das zweite Schwesterschiff der Iona und gehört zu P&O Cruises. Ist 344 Meter lang, 41 Meter breit, Platz für 4000 Passagiere. Ja, die Avia wurde hier jetzt erbaut, leider durch die Corona-Zeit. Das gab es ein bisschen Probleme, das hat man ja auch gut gemerkt bei der Disney. Nur, dass die Avia jetzt ein bisschen besser rauskam als unsere Disney, denn man sieht es da oben, ich kann da ja mal ranzoomen, ich hoffe man sieht das gut, dass die Brücke nicht gerade, ich sag mal, betriebsfähig ist. Also sie ist wohl betriebsfähig, Korrigierung, sie ist wohl betriebsfähig, aber sie ist, schätze ich mal, noch ein bisschen mehr Baustelle. Ja, an der Seite ist natürlich wieder gut zu erkennen, dass auch wieder Sachen fehlen, also dass wieder eingerüstet ist, dass alles wieder eingerüstet ist, dass es noch ein bisschen dauern wird. Ja, da fehlen noch die Rettungsboote und da sieht man noch die Mitarbeiter. Ja, wie gesagt, ich habe ja hier im Video noch ein paar Highlights reingeschnitten, weil das Ding hat ja einen Skydome, einen neuen mit aufklappbarem Dach. Das ist anders als bei der Iona. Bei Iona war es nur eine Kugel. Hier ist es also eine Kuppel. Nicht Kugel, sondern eine Kuppel. Eine Kuppel und deshalb ist die Avia deshalb was ganz anderes. Ja, sie ist natürlich, wie gesagt, gehört ja zur AIDA-Flotte mit Carnival Cruise Line und AIDA Cruises. Die sind ja mit Carnival Corporation in einem Programm, die auch zurzeit jetzt auch hinter mir bauen, und zwar die Carnival Jubilee, auf die ich mich wirklich sehr freue, weil die Klasse ist in Toku gebaut worden, hat ein offenes Pooldeck, sieht total abgefahren aus, die kommt nächstes Jahr. Ja, wie gesagt, bevor ich, ja, wo ich jetzt das Video ja auch veröffentliche werde, ist ja die Queen gestorben und deshalb ist ja hier jetzt auch ein bisschen, deshalb mit den Union Jack passt das. Ja, ich würde nicht sagen, ich will jetzt nicht wisst ihr schon, unmoralisch vorkommen. Aber wie gesagt, es passte einfach ein bisschen gut, dass hier gerade ein Schiff von Meyerwerf liegt mit britischen Liner und die Queen hatte da sehr viel mit zu tun, dem Ganzen. Und deshalb passt das gerade so gut. Deshalb, wie gesagt, mein herzliches Beileid dort hinten in Großbritannien und viel Glück, der neue König. Ja,
gut, was kann ich jetzt zu Avia noch groß sagen? Ja, sie ist ein bisschen größer natürlich als Disney, das glaubt man gar nicht, aber es ist wahr, weil die Disney hat nur höhere Aufbauten, sie schlägt das Ganze in Sachen Längen bloß. Das ist das Ding halt. Ja, wie gesagt, Avia wird dann Oktober hier überführt, Richtung Meyerwehr, also Richtung runter Emshaven. Da werde ich auch nochmal ein Glück wieder versuchen. Und da kommt dann wahrscheinlich auch noch wieder, weil das Video in Emshaven mit der Disney hat ja wirklich voller Erfolg gemacht. Ja, viel kann ich jetzt eigentlich nicht mehr gerade so viel sagen zu unserer kleinen Avia. Sie bleibt ja jetzt noch ein bisschen liegen. Das Konzert ist jetzt schon vorbei, falls ihr fragt, weil hier war NDR-Konzert. Und ja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, Aufnahmen sind drin. Vielleicht kommen noch ein paar extra Aufnahmen. Bis dahin, ciao mit Fahrrad.